Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft, in der ich mich schon ein bisschen mit Birkenholz ausgestattet habe. Die sind aber auch die ganze Zeit hier in der Nähe. Bräuchten echt mal irgendwas gegen Spinnen hier. Echt. Na warte, dich nehme ich mir schon gleich noch vor, wenn das Birkenholz hier durch ist. Ich habe mir sogar eine Klappe gemacht. So, dass ich das auch nochmal alles weitermachen kann. Und die Pandas, die werde ich nicht in die anderen Gehege mit reinstecken, weil das passt einfach so gar nicht. Die sind zwar auch Bären, aber die haben ja weder in dem Safari-Gehege, wo die Zebras sind, noch mit den Bären was zusammen zu tun. Und klar waren die Zebras eine Zeit lang auch mit den Pferden zusammen, das stimmt schon. Das lag aber auch nur daran, da ich noch kein Gehege für sie hatte. Nein, das reicht nicht. Nein! Ah, muss ich ernsthaft nochmal Birkenholz holen für... Oh, naja, okay. Wo ist die Spinne? Naja, okay. Hier irgendwo, egal. Gut, machen wir erstmal die kleineren Sachen hier fertig und dann überlege ich mir mal so ein bisschen, wo wir das am besten alles hinpacken. Erstmal. So, ich habe auch sogar schon ein paar Pflänzchen. Ich fand nämlich die hier, glaube ich, ganz passend. Lass mich raten, davon habe ich auch nicht genügend mitgenommen. So. Das sieht doch eigentlich schon mal richtig gut aus. Die paar restlichen muss ich dann beim nächsten Mal reinmachen. Es wurde auch es wurde sich auch gewünscht, dass ich mal ein paar Bäume außen rum pflanze, dass es ansonsten ein bisschen kahl wird. Ja, das hatte ich sowieso eigentlich am Ende dann vor, so dass man mal noch ein bisschen so Bäume anpflanzt außen rum. Aber das kann ich an sich natürlich auch jetzt schon mal machen. Wo ist denn, aber die Spinne muss ja auch noch irgendwo sein. Ist die schon wieder in einem Restaurant drin? Wo war die denn? Sehr komisch. Keine Ahnung. Ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, ob es dieses Wochenende eine Together-Folge geben wird. Der Day und die Ellie, die sind ja am Umziehen. Und daher sind die echt gerade sehr stark eingespannt. Also das ist, in den nächsten Together-Folgen wird ja eh nur noch eine Session werden. Dann, wenn die Mandy, die Cuddy und ein paar andere vielleicht auch noch da durch den Dungeon müssen. Und das muss ein bisschen vorbereitet werden, eben von den Fallen und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass die nächste Together-Folge erst sich um ein bisschen alles verschiebt. Ich weiß nicht wie sehr, aber nicht viel auf jeden Fall. Und es hatten sich ja noch einige gewünscht, mal mit dem Läuft bei uns Projekt weiterzumachen, was wir da angefangen hatten. Weil die Seite ist da ja nicht mehr so möglich, Sachen hochzuladen. Warum auch immer, es ist eine längere Geschichte. An sich kann man einfach nur sagen, wir gucken, dass wir das Projekt von da, das habe ich ja dort eine Weile schon angefangen gehabt. Und das werde ich auf jeden Fall, wenn wir keine Together-Folgen machen können, beim nächsten Mal werde ich das dann fertig machen. Das habe ich sowieso versprochen, fertig zu machen. Das haben wir hier ein paar Bäume gepflanzt außen. Also das wird auf jeden Fall kommen, es ist nur die Frage, wann das kommen wird. Entweder kommt es nach den letzten Together-Folgen, dass wir das noch fertig machen, oder eben davor, wenn wir die Leute nicht zusammenbekommen. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Und warum ich beim letzten Mal das vergammelte Fleisch gegessen habe, weil ein Apfel gibt nicht so viel wieder. Und ich wollte erstmal auf einen gewissen Wert kommen, weil auch wenn das vergammelte Fleisch mir danach Schaden macht, es füllt auf jeden Fall erstmal einen gewissen Wert auf. Okay, jetzt wollen wir erst mal... Wie ist der denn gewachsen? Das ist ja krass. Machen wir erstmal ein bisschen Birkenholz. Und dann überlege ich gerade, was wir am besten das Panda-Gehege machen. Ich denke mal, das ist bei den Bären auch in der Nähe am besten platziert. Also ich werde auch gucken, dass ein paar Bäume so ein bisschen außenrum
außenrum um den Zoo rum entstehen, aber jetzt nicht so viele. Ui, da wachsen die ersten. Weil es soll ja schon, dass man von außen noch ein bisschen was sehen kann davon. Und deswegen wollte ich das ja auch hier so einigermaßen frei haben. Und da hinten ist ja noch richtig viel Wald. Also das ist ja dadurch hier nicht alles kahl geworden. So, jetzt können wir das Dach endlich fertig machen. Yay, Dach fertig. Huch. So, yay, 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 yay. Endlich. Dacharbeiten sind immer das Unangenehmste. So. Alles klar und... Yes, das Dach ist fertig. Tada! Jetzt können wir auch nämlich hier, Moment, zwei Platz, dann nochmal da. Auch noch eine Bank hinmachen. So. Damit sieht das doch auch schon mal echt ganz gut aus. Das hier packen wir nochmal eins weiter nach außen. Mal hier direkt daneben die haben. Hier dasselbe. So, dann passt das doch soweit. Jetzt überlege ich nochmal, ob ich nicht vielleicht hier noch sowas wie... überlege jetzt gerade mal. Sieht das so besser aus? Ich glaube, ich lasse das lieber so. Schauen wir das hier rüber. So. Ja, das sieht auch so besser aus. Finde ich zumindest. Okay, das hier hätten wir. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir einen geeigneten Platz finden für das Panda-Gehege. Ich überlege gerade, was meinten ihr, wenn wir hier in die Mitte noch einen Baum reinpflanzen? Können wir das mal probieren, wie das aussieht? Machen wir hier mal eine Birke rein. Können wir mal gucken, das wächst ja dann demnächst. Also ich dachte, das Panda-Gehege eher so hier nach hinten. Ach, da habe ich gar kein neues Glas gemacht. Ich wollte ja auch noch weitermachen. Da hieß das Bärengehege und hier so in der Art hin, dass man sagt, man kann hier zwischen den Gehegen, also hier so außen durch. Das haben wir aus Stein gemacht, das ist aus Holz. Panda-Gehege ist so mit Bambus und allem. Machen wir mal, wir haben noch eine Tür, die können wir jetzt nämlich mal ganz gut nutzen. Das würde nämlich sagen, wir machen hier einen Durchgang. Und machen dann da erstmal eine Tür rein. So nehme ich hier auch erstmal immer den ganzen Dreck hier mal verbauen. So, jetzt wächst hier natürlich gerade ein Baum, wie passend. Das muss ich jetzt nämlich noch wieder wegmachen. Nein, wir haben keine Angst mehr. Verdammt. Anscheinend, weil ich dem Baum hier gerade Schaden zugefügt hatte, schon vorher, mit den Blättern, kann man ihn nicht mehr ganz abbauen. Okay. Habe ich noch irgendwo Erde? Nee, das ist Gravel. Ja, super. Weil ich werde nämlich das hier auf jeden Fall aufschütten müssen, dass es auf derselben Höhe steht wie die anderen Gehege. Also werde ich... dass hier die Mauer wird, wird quasi das Gehege...
Ich überlege gerade, aber das dann halt erweitert. Ja, super. Okay, jetzt kann er wieder eh dann die Mauer. Kannst du auch so lassen. Als das Gehege kommt das mal hier so hin. Es passt sogar so, weil da kommt nämlich dann, man fährt da nämlich immer noch an dem Gehege vorbei. Wenn das dann da drüben die Mauer ist. Huch. Okay. So. Können wir nämlich das Ganze hier schon mal weitermachen? Würde nämlich einfach so hier außen rum gehen. Alles klar. Dann haben wir nämlich hier nur noch dann, dass wir das dann alles zubauen müssen. Das Ganze nämlich hier aufgeschüttet, dann kommt hier so das Panda-Gehege rein. Okay. Ja, ich denke mal, das wird dann hier so ganz gut werden. Das heißt, wir brauchen wieder ein bisschen Holz noch. Und auf jeden Fall, dann muss ich mir noch ein bisschen Erde holen, dass ich das alles wieder aufschütten kann. Und dann kommt hier aber so ein bisschen Bambus hin. Und dann müssen wir mal gucken, was wir den Pandas dann noch so ein bisschen reinstellen. Will ich auch mal überlegen, was da noch reinkommt. Und ich kann das Ganze noch ein bisschen nach außen erweitern, aber das ist jetzt erstmal so der erste Testbereich, der dann hier reinkommt. Ich glaube, ich müsste erstmal... So. Ich überlege sowieso dann, ob ich dann hier nicht den Zaun wegmache. Wobei... Ich überlege mal. Ich denke mal, das wäre ganz sinnvoll, dass man den nach außen erweitert einfach. Kann man dann nämlich auch den Überhang sein lassen. Ach, ich werde dann überlegen. Das werde ich dann noch sehen. Bin ich noch nicht ganz sicher. So. Hier fehlt auf jeden Fall auch noch ein Glas. Und noch da vorne 1, 2, alles klar. Das heißt, ich brauche beim nächsten Mal Glas. Und noch ein bisschen Holz. Und dann können wir das dann nämlich auch fertig machen. Oder was heißt fertig machen? Mal hier weiter dann im Gehege arbeiten. Ich bin auch unschlüssig, ob man... Nee, ich lasse die Bahn einfach so. Man sieht da, wenn die dazwischen fährt, ganz gut in beide Richtungen was. Das heißt, beim nächsten Mal nur ein bisschen Erde. Aber, okay, damit mache ich dann hier aber auch vorerst Schluss und wir sehen uns... Ist da gerade ein Creeper gekommen? Oh Gott. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.